Hallo, wir sind die Dschungelhelden. Wenn ihr ein Problem habt, zieht an diesem Griff. Dann kommt ein Signal und wir sind im Handumdrehen zur Stelle. Jede Minute zählt. Was ist los, Harry? Stimmt was nicht? Harry denkt nach über Fragen, aber Fragen tun Harrys Kopf ganz weh. Wirklich? Was sind das für Fragen, Harry? Naja, zum Beispiel, was war zuallererst da, Ei oder Vogel? Das sollten wir lieber Grummel fragen. Also, der Vogel, Und woher kommt Vogel? Oh, aus einem Ei, aber eigentlich. Sogar Grummel weiß nicht. Doch, ich weiß es, aber es ist nicht so einfach. Hast du noch eine andere Frage? Auf Wiese. Wenn mehr Gras, auch mehr Hasen. Aber wenn mehr Hasen, dann weniger Gras. Und weniger Gras, auch weniger Hasen. Ja, das ist logisch. Das ist das Ursache- und Wirkungsprinzip. Es beweist, dass es bei mehr Gras weniger Hasen gibt. Es ist ein klarer Beweis, dass es bei mehr Hasen weniger Hasen gibt. Nein! Sogar Grummel weiß nicht. Sieht aus, als hätten wir ein kleines Problem mit unserer Türklingel. Schauen wir mal nach. Dschungelhelden! Auf zur Rettung! Viel Erfolg! Wir reparieren schnell die Türklingel und dann kümmern wir uns um dich, mein Freund. Versprochen! Naja, die Türklingel ist mit dem Vulkan verbunden und der Vulkan ist der Grund, weshalb ich zu euch gekommen bin. Wie ihr wisst, bin ich ein Erfinder und um mir eine Tasse Kräutertee zu brühen, habe ich ein System entworfen, mit dem man Wasser kochen kann. Und jetzt wird der Vulkan explodieren und der ganze Dschungel wird zerstört und das alles nur wegen mir. Und wann? Ich habe mit der Erfindung vor 2 Monaten angefangen. Nein, nein, die Vulkanexplosion, wann ist sie? Das kann ich dir gleich sagen. Die Explosion findet in etwa 7 Minuten statt. Was? Und da kommst du erst jetzt zu uns? Na, ich habe versucht, es selbst in Ordnung zu bringen, aber ich habe es nur noch viel schlimmer gemacht. Also gut, Ernst, erklär uns jetzt mal ganz ruhig, warum der Vulkan in 7 Minuten explodiert. Und was das mit Kräutertee zu tun hat. Ich wollte ein Wasserheizsystem entwickeln, um eine Kanne heißen Kräutertee zu brühen, denn Tee ist am besten, wenn er heiß ist. Ich dachte an den Mechanismus eurer Türklingel mit dem Dampf und dem Vulkan. Und so kam mir die Idee, die Wärme des Vulkans zu nutzen, na? Könnt ihr mir folgen? Ich habe dann eine unterirdische Wasserquelle mit einem Rohrsystem umgeleitet. Aber jetzt fließt zu viel Wasser in den Vulkan und er ist mit Dampf gefüllt und wird bald mit einem riesigen Knall explodieren. Könnt ihr mir folgen? Okay, alles nicht so schlimm. Wir gehen einfach durch den Tunnel in den Vulkan und stoppen den Wasserfluss. Sehr gute Idee. Kommt schon, los geht's. Das wird nicht klappen. Um meinen Fehler zu korrigieren, habe ich versucht, den Vulkan abzukühlen. Hierzu habe ich einen riesigen Ventilator vor dem Tunneleingang aufgebaut. Aber der dreht sich jetzt viel zu schnell und wir können nicht mal mehr in den Vulkan gelangen. Ich glaub's nicht. Unfassbar. Und woher bekommt der Riesenventilator den Strom? Von einem äußerst cleveren Turbinensystem, das ich am Biberdamm installiert habe. Okay, also dann müssen wir zum Biberdamm, dort die Turbinen blockieren, dann durch die Rotorblätter des Ventilators, um den Wasserfluss zu stoppen. Und das sind 7 Minuten. 6. Die erste Minute ist schon vorbei. Friederike, sag den Bibern, dass wir gleich kommen und schnell handeln müssen. Gut gemacht, Professor Ernst. Deine verrückte Erfindung bringt uns alle in Gefahr.
Aber ich muss einfach Dinge erfinden, auch wenn es nicht immer leicht ist, ein Genie zu sein und Zweifler wie dich von meinen Geistesblitzen zu überzeugen. Dr. Hühnchen Genie? Dann weiß Dr. Hühnchen Antwort auf Frage aus Harrys Kopf. Was kam erst? Vogel oder Ei? Ah, das ist eine interessante Frage. Eigentlich war der erste Vogel eine Frucht, um genau zu sein eine Kiwi, so wie ich. Kannst du mir folgen? Die Frucht fiel vom Baum, ihr wuchsen Beine und ein Schnabel und sie legte Eier. Als die Eier ausgebrütet waren, erschienen die Vögel auf der Erde. Kannst du mir folgen? Aha, Dr. Hühnchen, großer Wissenschaftler. Kompletter Unsinn. Wir haben ein Problem mit den Bibern, Maurice. War ja nicht gerade um die Ecke. Hallo Biber, keine Angst, wir wollen euch nur das Leben retten. Einen Moment mal, großer Tigerkrieger, nicht so hastig. Ihr lasst gefälligst unseren Damm in Ruhe. Dieser Kiwi da hat irgend so eine Turbine aufgestellt. Er hat uns versprochen, dass sie von größtem Nutzen wäre. Aber wir wissen immer noch nicht, wozu sie gut ist. Also lassen wir euch nicht näher an sie ran. Zuerst müsst ihr uns genau erklären, was ihr tun wollt. Dann halten wir eine Biberversammlung ab und wenn nicht alle dafür sind, gibt's eine Abstimmung. Und dann? Wir haben leider sehr wenig Zeit. Oh, seht mal, eine Ablenkung! Wo? Wo ist diese Ablenkung? Na? Tut mir leid, Freunde, es ist in eurem eigenen Interesse. Auf geht's, mein Sohn! Blockiere die Turbine! Gut gemacht, Sohn! Eine perfekte Flugbahn! Schnell, wir müssen das Wasser im Vulkan abstellen. Junior bleibt hier, um das Rad zu blockieren, bis wir fertig sind. Och, der Ventilator ist riesig. Wie kannst du solche Dinge bauen? Tja, wir Kiwis haben kurze Arme, aber wir sind erfinderisch. Aber jetzt wird der Vulkan nicht mehr länger gekühlt. Also steigt die Temperatur. Ach, herrje, wo ist meine Brille? Oh nein! Harry, rennt, Doktor! Wow, Harry, guter Schlag! Harry, kannst du mich beim nächsten Mal warnen, wenn du so etwas tust? Ah! Schnell, wir müssen weiter! Zufuhr ist da! Friederike, du bist dran! Friederike, geht's dir gut? Gib mir nur ein paar Minuten und ich bin wieder quietschfidel. Wie viel Zeit haben wir noch? Lass mich mal nachsehen. Eine Minute und 20 Sekunden. Okay, ich gehe da rein. Nein, nicht, Maurice, die Steine sind. Kochend heiß. Heiß, 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 heiß. Harry, reiß schnell etwas Rinde von meinem Ast ab. Maurice. Danke, meine Freunde. Passt perfekt. Hey! Je, welches ist es? Ach, egal. Es gibt zu viele Rohre. Welchen Hahn muss ich schließen, Ernst? Schließ den Hahn am einendigen Rohr, das das Wasser in die andere Richtung lenkt.
Ernst, komm schon! Es gibt keine einendigen Rohre. Wir werden alle wegen dieses verrückten Erfinders gegrillt. Ernst ist nicht verrückt, er hat nur seine eigene Logik. Versuchen wir, wie er zu denken. Das ist die einzige Chance. Professor, wir brauchen mehr Infos über dieses einendige Rohr. Kannst du mir folgen? Welches Ende fehlt, das linke oder das rechte? Es ist weder das linke noch das rechte. Es ist ein gebogenes Rohr. Maurice, siehst du ein gebogenes Rohr? Vielleicht sollte er sich doch etwas beeilen, denn nach meinen Berechnungen explodiert dieser Vulkan in genau 10 Sekunden. 9. Ha, ich sehe es. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Vulkan macht nicht Bumm. Entschuldigen uns, großer Tigerkrieger. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Junior hat es uns erklärt und wir haben die Konstruktion dieses verrückten Erfinders wieder abgebaut. Ach, er wollte niemandem schaden, er wollte nur Kräutertee aufbrühen. Dr. Hühnchen, wenn's mehr Gras gibt, warum gibt's dann mehr Hasen? Und warum bei wenig Gras wenig Hasen? Na, das ist doch ganz einfach. Es liegt an der Anwesenheit von Füchsen. Die Hasen laufen wegen der Füchse weg. Und während sie wegrennen, trampeln sie auf das Gras, was dann verschwindet. Und das ist auch der Grund, warum sie so furchtbar große Ohren haben. Natürlich haben Hasen große Ohren, damit sie hören, wann die Füchse kommen. Kannst du mir folgen? Ne? Dr. Hühnchen, großes Genie. Die Prophezeiung. Hallo, Jungs und Mädchen. Hallo, Fasserle-Kröte. Oh, wie toll. Sag mal, ich suche den fiesen Seppelfrosch. Habt ihr ihn irgendwo gesehen? Hinter dir, Kasperlekröte! Pass auf, Kasperlekröte, hinter dir! Hä? Hier, nimm das! Na, jetzt bist du nicht mehr so schlau, hä? Helft mir, Kinder! Böser Seppelfrosch haut Kasperlekröte! Autsch, autsch! Seppelfrosch soll Kasperlekröte bloß nicht hauen, sonst verfrage ich dich! Hör zu, Harry, es ist nicht so einfach, unsere Nichten und Neffen zu unterhalten, also ruinier bitte nicht die Show. Aber böser Seppelfrosch haut nette Kasperlekröte. Eigentlich hast du eben eher Bob gehauen. Hallo, Jungs und Mädchen. Okay, kleine Krötis, ihr bleibt schön brav hier. Die Pflicht ruft, Dschungelhelden. Auf zur Rettung! Okay, macht, was ich euch beigebracht hab. Viel Erfolg! Freunde, sagt mir, was führt euch her? Großer Tigerkrieger, unser Dorf braucht Hilfe. Wir sind sehr hungrig, weil wir unser ganzes Essen dem Chuchu als Opfer bringen müssen. Chuchu! Wie bitte? Was genau ist dieser Chuchu? Chuchu! Der Auserwählte unserer großen Prophezeiung. Aha, das hört sich interessant an. Lasst mich euch von unseren Legenden erzählen, liebe Freunde. Ich werde euch diese Prophezeiung aus uralten Zeiten schildern. Vor vielen, vielen Monden, als die Sterne noch jung waren, hat Pedibus, der Gott des Schleims zwischen den Zehen, unsere Welt erschaffen. Seine Frau Mucosa, die Göttin der Triefnasen, gestaltete die Meere und Ozeane. Sein Bruder Oderon, der Gott des Mundgeruchs, brachte den Wind. Und der junge Gott der Speicheltröpfchen, Spuktumeus, schuf den lebenserzeugenden Regen. Somit war die Welt geboren. Aber eines Tages beschloss Chupikotep, der Wächter der himmlischen Popel, unsere Welt zu zerstören. Zum Glück rettete uns Chuchu, der Auserwählte. Er besänftigte Chupikotep mit Opfergaben. Und dann weckte Chuchu Stachelina, die Göttin der behaarten Beine, die einzige, die Chupikotep besiegen konnte. So lautet die Legende aus uralten Zeiten. Aber beim letzten Vollmond kam Chupikotep zurück in unser Dorf. Bedeutet das, dass ein Gott bei euch lebt? Ja, er ist riesig und furchterregend. Der Chuchu kam am nächsten Tag, um uns zu beschützen. Aber er verlangt zu viele Opfergaben.
Wir haben kein Essen mehr. Maurice, darf Harry den Popelgott hauen? Nein, Harry, man schlägt keine fremden Götter, das ist falsch. Kommt, Freunde, wir werden sehen, wohin dieses ganze Essen verschwindet. Ich bin Chuchu. Ich bin der Einzige, der den Zorn des Chupikuteps besänftigen kann. Geschieht das nicht, wird der Chupikutep uns alle beherrschen. Wird der Chupikutep alle vertreiben. Wird der Chupikutep uns überall kitzeln. Das große Holzding da ist ein Gott? Es sieht eher aus wie eine Statue. Es ist viel mehr als eine Statue. Es kann jederzeit aufwachen und das wird schrecklich. Alle Opfergaben müssen in seinem Bauch landen. Unsinn! Die Dorfbewohner werden reingelegt. Lasst uns mit den Leuten sprechen, statt mit dem Chuchu. Wir werden ihnen erklären, dass das ein Schwindel sein muss. Chupikutep wird euer Haus betreten und sich nicht die Füße abtreten. Chupikutep wird niesen und sich nicht die Hand vor den Mund halten. Hä? Moment. Was hat er gesagt? Bakterien und Keime? Jetzt bringt eure Opfergaben. Ein paar Nüsse, eine reife Kiwi, eine hübsche Muschel, zwei Wassermelonen, ein Glas rote Beete, Konfitüre, Kokosmilch, Erdnussbutter. Harry mag Statue, die leckeres Essen mampft, überhaupt nicht. Ich glaube, dass Chuchu einen Weg gefunden hat, Essen umsonst zu bekommen. Hey, guter Mann, wir möchten Beweise dafür sehen, dass Sie wirklich der Chuchu sind. Chuchu! Hey, Eindringlinge, ihr habt Chupikutep sehr verärgert. Okay, Jungs, Zeit, diese Trottel etwas einzuschüchtern. Jawohl, Boss. Bewegung! Oh, er ist wütend! Es wird kompliziert. Chuchu hatte recht, die Prophezeiung erfüllt sich. Der große Chupikutep wacht auf. Grummel, jetzt wäre der Zeitpunkt, eine vernünftige Erklärung anzubieten. Erbarmen, erbarmen, großer Chupikutep, bitte nies mich nicht an. Sperrt die Ungläubigen ein. Chupikutep befiehlt es. Die Dschungelhelden geben sich nicht so leicht geschlagen. Harry, Junior, macht euch zur Verteidigung von... Das ist nicht fair. Ihr seid doch wesentlich mehr als wir. Kommt schon, Leute. Ich komme zurück und werde euch retten. Versprochen. Oh nein, Herr Jemini. Ich fürchte, alles ist verloren. Es ist unmöglich. Eine Statue bewegt sich nicht von allein. Es muss ein Trick sein. Böser Gott von Nasenpopel. Fast so böse wie böser Seppelfrosch. Chupikutep ist anders als die Puppen von Elle und Bob, Harry. Moment, das ist es. Ich weiß, wie sich die Statue bewegt. Hey, Maurice, es ist bald Nacht und Sie sind alle weg. Ich werde euch da rausholen. Gut gemacht, Friederike. Und jetzt hört zu. Ich möchte folgendermaßen vorgehen. Es ist mir gelungen, Chupikutep zu beruhigen. Aber bis Stachelina kommt, um uns zu retten, werden wir ihm weiter Opfergaben bringen müssen. Also mal sehen. Etwas Käse, Blaubeeren, Kürbissaft, mehr rote Beete-Konfitüre. Es kann nicht genug rote Beete-Konfitüre sein. Und glaubt ihm nicht! Hört alle her! Ich bin der echte Chuchu. Ich habe Stachelina gerufen, die Göttin der behaarten Beine, um euch zu retten. Gehen wir, Stachelina! Wir sind dran, Harry! Gerettet, es ist der echte Chuchu! Chuchu! Der da hat gelogen, er ist ein Schwindler! Hört nicht auf ihn! Fürchtet alle den furchtbaren Zorn von Chupikutep! Okay, Jungs, jetzt gebt alles, was ihr habt! Okay, Boss! Amigos, los geht's! Run!
wenn du ihn immer noch hauen möchtest, dann jetzt oder nie! Draufhauen, draufhauen, draufhauen! Sonst kriegt ihr es mit den Dschungelhelden zu tun. Ja. Gut gemacht, großer Tigerkrieger. Du hast mein Dorf von diesen Schwindlern befreit. Endlich werden wir wieder essen können. Unsere Mission ist erfüllt, Freunde. Was haben sie jetzt schon wieder? Hier ist Chuchu. Lang lebe Chuchu. Sie kann uns vor allem, was eklig ist, bewahren. Oh, Grummel. Also ich werde noch ganz rot, wenn du so weitermachst. Du weißt aber schon, dass ich nicht der echte Chuchu bin. Chuchu! Helft mir, Jungs und Mädchen. Ich werde von diesem bösen Seppelfoss verfolgt. Ihr müsst mir helfen. Wir müssen Bananello rufen, damit er kommt und mir hilft. Bananello! Bananello! Liebe Kasperlekröte, keine Angst haben, Bananello haut bösen Seppelfrosch. Bananello haut auch Kasperlekröte, böser Bananello. Böse, böse, böse.